Zum Sprung in die Oberklasse setzt der taiwanesische Hersteller HTC an. Für 680 Euro geht dieses Smartphone Mitte März in den Verkauf. Es hat eine besonders lichtstarke Kamera. Auch chinesische Hersteller verstecken sich nicht länger hinter fremden Labeln. ZTE etwa stellt in Barcelona dieses Telefon mit 5,7 Zoll großem Bildschirm vor. Der Clou, das räumliche Klangerlebnis. Um satte 30% will ZTE den Umsatz mit Smartphones und Tablets in diesem Jahr steigern. ZTE ist der viertgrößte Hersteller von mobilen Geräten. Dieses Jahr wollen wir uns auf etablierte Märkte wie die USA, Europa, Japan und Australien konzentrieren. Gleichzeitig setzen wir auf High-End-Produkte. Doch in den meisten Handys steckt auch Know-how aus Europa. Der Bauplan der Prozessoren stammt in 95% der verkauften Smartphones und Tablets von der britischen Firma ARM. Und die machen die mobilen Geräte immer leistungsfähiger. Selbst aufwendige Videotricks sind kein Problem mehr. Ich denke, der PC wird mit der Zeit ein Nischenprodukt. Schon heute nutzen viele ihr Telefon oder Tablet als ihren wichtigsten Rechner. Sie schreiben damit E-Mails, sind in sozialen Netzwerken unterwegs und gehen damit ins Internet. Der Verbraucher kann sich maßgeschneiderte Apps aussuchen. So wird der PC für ihn immer weniger relevant. In Barcelona geht es aber nicht nur um Geräte. Auch die Entwickler treffen sich hier. Der Markt für Anwenderprogramme, die sogenannten Apps, entwickelt sich rasant. 2 Jahre lang hat dieser niederländische Unternehmensgründer mit 18 Entwicklern an seiner App-Maschine gearbeitet. Mit ihr lässt sich sehr schnell ein Internetauftritt in eine komplette App verwandeln. Es funktioniert wie ein Baukasten. Vorkenntnisse braucht man nicht. Wir machen die Entwickler schneller, wir sind keine Gefahr für sie. Wir helfen ihnen, wir haben eine Grundlage dafür geschaffen, Apps zu bauen. Wir machen das nur an einem Tag statt in einem Monat. Die beste App nutzt natürlich nur etwas, wenn das Gerät intakt bleibt. Woraus genau die rote Masse besteht, verrät der Hersteller nicht. Sie dämpft jedenfalls Stürze, damit das Handy auch Schläge überlebt.